Leute, Leute, Five Nights at Freddy's steht wieder an. Tja, nach der letzten sehr unrühmlichen Folge passen wir diesmal einfach ein bisschen besser auf, sind ein bisschen aktiver und halt auch schon mal am Anfang nicht so sehr im Telefongespräch. Leute, Five Nights at Freddy's, Nacht 4, es geht wieder los. So, Nacht 12. Wir bleiben cool, wir lassen uns hier nicht beeindrucken. Diese Arschloch-Plüsch-Ärsche werden wir diesmal ordentlich abziehen. Kein Problem. So, wir warten erstmal ein bisschen. Ich höre schon wieder was lachen. Wir machen mal schnell. Oh, sind alle unterwegs? Okay. Der ist auch schon wieder nah dran. Okay. Okay, der ist weg. So, da kommt jetzt gleich die Gaggle. Genau. So. Den haben wir auch hauptsächlich mit im Blick. Den Rest können wir ja relativ an der Tür abfangen. Und so machen wir das nämlich auch. Ah, da hat sich was bewegt. Aber nicht bei uns. Gut. Also konzentrieren wir uns jetzt hauptsächlich darauf, dass wir auf die Schrittgeräusche von den Türen hören. Was mich unwahrscheinlich anspannt. So. Weil ja andauernd irgendwas rumläuft. Und wir gucken auch regelmäßig nach dem Fuchs. Wir hören schon wieder die Freddy, diese verdammte Zirkusmusik. Nochmal ein Blick, ja, da kommt schon wieder. Aber wir lassen uns nicht verarschen. Na, geh wieder aus. Okay, irgendeiner ist hier direkt in der Nähe. Nochmal kurz einen Blick auf ihn werfen, okay. Ich glaube, so mit der Taktik kommen wir ganz gut. Oh, fuck. Okay. Okay, ja. Ah, scheiße. Er ist noch da, sehr schön. Ja, er ist auch gerade wieder auf dem Weg. Alles klar. Aber die Tür ist sowieso zu. Und da nervt uns das nur bedingt. Ich glaube, er ist immer noch da, oder? Ja, genau. Der will aber auch gerade einfach nicht weggehen. Jetzt ist er weg, okay. Ich habe auch gerade gesehen, man kann ihn am Schatten am hinteren Fenster sehen, ob der jetzt da steht oder nicht. Ich glaube, das ist zwar sehr unspektakulär, was wir hier machen, aber ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, so kriegen wir wirklich die Schiene ein bisschen gefahren. Ja. Vom Strom her geht es eigentlich auf. Wir haben 2 Uhr morgen und noch 50%. Ja, doch. Warum nicht? Ja, klar. Warum ist das nicht die ganze Zeit schon so gemacht? Es ist immer noch gruselig. Ja, ich weiß, der Tonno hat mir letztes Mal gesagt, ich soll nicht andauernd so an den Lichtern rumspielen wie ein Besenkter. Ah gut, er ist weg. Ah, noch ist er da. Sehr gut. Aber der ist schon die ganze Zeit auf dem Sprung.
Das heißt jetzt für uns, regelmäßig gucken. Ansonsten bleibt's ruhig. Ja? Genau, Tür zu. Da kommt er. 30%, 3 Uhr morgens. Leute, es sieht ganz gut für uns aus. Das Gute ist auch, dass Chica relativ weit von uns fern bleibt. Nein, 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 nein! Nein! So unfair. So unfair! Du Arschloch-Spiel! Wir haben ja wirklich systematisch gut gearbeitet. Ja, das haben wir. Wir haben den Fuchs relativ beobachtet. Okay, ja, jetzt haben wir mal kurz nachgelassen. Wir haben wirklich Chica und Bonnie nur versucht, an den Türen zu finden und nicht die ganze Zeit durch Kameras geswitcht haben, damit wir Strom sparen. Wir haben nicht länger als nötig die Türen geschlossen. Wir haben vielleicht ein bisschen viel Licht benutzt, aber trotzdem. Das wirklich eine Niederlage, die mir, sag ich mal, doch ein bisschen besser gefällt als die letzte. Weil das jetzt, okay, das war einfach nur heftig, das war hart. Da waren wir ein bisschen zu langsam. Aber wir haben eine Taktik für uns gefunden und die ziehen wir auch im nächsten Teil durch. Und dann kommen wir in Nacht 5. Die wird da vielleicht nicht mehr funktionieren. Aber Nacht 5 will ich einfach mal sehen. Ich bin also in voller Hoffnung, dass wir das Spiel bald durch haben. Leute, das war's von mir schon wieder. Ihr kennt die Chose. Danke, dass ihr zugesehen habt. Lasst mal einen Kommentar da. Lasst mal einen Daumen hoch da. Und für die Neulinge, lasst mal ein Abo da. Warum auch nicht? Leute, macht's gut. Ciao.